Wie kann ich dich eigentlich vor der Dreamhack noch erreichen? Flüstern, Twitter, E-Mail, wie schon gesagt wurde, Kai, Discord. Da kriegst du nach dem Stream sofort eine Antwort. Ja, da kannst du mich am besten erreichen. Einfach Discord, wurde glaube ich auch gerade gepostet. Ja, da antworte ich halt meistens sofort nach dem Stream. Ansonsten Twitter. Jetzt bin ich neugierig, krieg Angst. Ich krieg Angst. Ja, Discord ist wie gesagt optimal. Das ist so mein meistgenutztes Tool. Nee, bin ich leider nicht. Sprich erst zur GC wieder. Oh, Schnüff. Na gut, dann halt die Stellung hier, während wir halt unterwegs sind. Alle bei Naschi vorbeischauen, die wieder noch streamt. So. Was, die Kamera ist doch an, Benny. Kamera ist doch an. Ich gebe mir Mühe. Macht das. So, ihr könnt mit Rätseln, mit Orakeln. Ich sehe den Chatter leider nicht. Das habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, ne? Das heißt, feel free to Rätsel mit, was ihr in der Welt von dem Vorgänger passiert. Viel wissen wir noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, wer wir sind. Warum wir letztendlich, ich will jetzt nicht sagen, inhaftiert wurden. Aber warum wir da sind, wir haben eine Amnesie. Und, ja, wir sind wahrscheinlich in dem Sanatorium, wo die Wendigos das erste Mal ausgebrochen sind. Wo die Bergarbeiter behandelt wurden aus dem Vorfall, wo sie sich bei dem Grubenunglück selbst gegessen haben und zu Wendigos wurden. Und anscheinend ist das halt hier passiert, während wir inhaftiert waren. Wir wissen nicht, ob wir einer der Bergarbeiter waren, der auch zum Wendigo wurde. Oder ob es dann nur andere waren. Das heißt, das sind halt noch Klamotten, die müssen wir alle noch rausfinden. Wir hatten einen Zellengenossen. Können Sie nicht? Schön, okay. Wenn es Ihnen so wichtig ist. Genau, das ist hier der Chef. Gehen Sie vor, ich komme. Der hat uns behandelt und er wollte hier bleiben. Und wir haben gesagt, wir würden den gerne mitnehmen. Der hat uns behandelt. Wir hatten halt einen Zimmergenossen, Gordon, also oder auch fucking awesome genannt. Aber wir wissen halt letztendlich nicht, wer das war, warum er da war, ob er imaginär war. Das wissen wir alles noch nicht. Das heißt, das müssen wir jetzt noch alles mehr oder minder jetzt in der Story rausfinden. Nur eine Sache auf der Welt interessiert mich jetzt und liegt in dieser Flasche. Ja, und er will sich jetzt wahrscheinlich hier den Schädel zudröhnen. Wir hatten halt gesagt, er soll mitkommen, aber er wollte nicht, weil er gesagt hat, dass es diesmal zu groß zum Vertuschen sei. Also, irgendwas ist hier in diesem Sanatorium halt extrem schief gelaufen und keine Ahnung, was halt. Das werden wir jetzt eben noch rausfinden. Ist halt so ein Psycho-Horror-Ding, mehr oder minder. Also, wer halt schwache Nerven hat, könnte Jumpscares geben. Gab schon einige. Und in VR ist halt eben nochmal eine Nummer heftiger irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen hin sind. Die sind einfach schon mal weggegangen. Ah, die warten hier auf mich. Okay. Ja, was haben wir hier? Okay. Bennett, Moment! Okay, ich habe eine Trophy bekommen für ich weiß nicht was. Die sehe ich leider im VR, nicht die Trophies. Natürlich schön, dass ich erstmal in die andere Richtung gehe. Hey, hier geht's zur Kapelle. Ach, da waren wir, da kamen wir her, da hatten wir schon den Film geguckt. Da war quasi ein Film drin, der die Verwandlung eines Patienten in ein Wendigo gezeigt hat. Wir müssen zusammenbleiben, ich will sie nicht suchen. Okay, dann gehen wir. Hallöchen. Ne? Ich verstehe es einfach nicht. Warum wollte Brad nicht mit uns kommen? Er hat das alles erbaut. Würdest du das im Stich lassen? Oh Gott, wie schrecklich. Himmel, was ist dir passiert?
Die Wendigo-Kalypse. Alter Schwede, ey. Da vorne ist noch eine Tür offen. Ja, sieht aus wie so eine Einzelzelle. Okay. Auch nichts drin. Jetzt das Spiel optisch, wer sich fragt, ja, sieht gut aus. Einzig hier der Charakter, der steuert sich irgendwie wie ein Panzer. Das heißt, die Steuerung haben sie nicht so gut hingekriegt. Da habe ich halt eben schon in den paar VR-Spielen, die ich gespielt habe, definitiv Besseres hingekriegt. So von der Atmo und von der Grafik geht das völlig klar in VR. Wie gesagt, nicht vergessen, ich sehe es immer noch ein bisschen besser als ihr. Ihr seht nur quasi den Social Output, der ein bisschen halt nicht so optimiert ist wie die Brille oder wie für die Brille. Das kann ich aber leider nicht aufheben. Okay. Ja, und das mit dem Mikro ist halt suboptimal. Vorher hatte ich es immer in den Flossen, jetzt habe ich es vor der Brille. Sorry dafür. Okay. Achso, und Mods, wäre cool, wenn er einmal die Kategorie ändert, falls das noch nicht gemacht hat. Titel braucht er nicht, wie gesagt, Kategorie. Einmal auf Impatient. Habe ich vergessen. Ja, Titel sollte passen. Ist das jetzt Gordon oder nicht, Chat? Ja, das ist doch Gordon, oder? Das heißt, er war die ganze Zeit letztendlich Arzt. Unser Zellengenosse. Weil ich würde sagen, das ist Gordon. Also Dr. Awesome quasi. Das sind alle super nicht hier am Reden, ne? Die Typen. Wer weiß, was da draußen ist? Bisher war da draußen nichts. Gehen wir lieber einer nach dem anderen. Du weißt, was Ted gesagt hat. Wenn eins von ihnen auftaucht, sofort zu Stein erstarren. Ja, das hatten wir ja schon bei Until Dawn gelernt, dass wir uns dann einfach nicht bewegen dürfen, weil die halt blind sind, aber nur hören. Ich gehe zuerst. Ja, es ist Gordon. Jetzt steht's da nämlich auch. Das habe ich gestern gar nicht mitbekommen, dass das Gordon ist. Moment. Hören Sie das? Ich habe nichts gehört. Und jetzt ein Flupp ist gleich fucking awesome tot. Jetzt ich. Wenn ich drüben bin, gebe ich das Signal. Ich kann jetzt auch nicht leuchten. Obwohl ich noch eine Taschenlampe habe, aber er leuchtet jetzt halt irgendwo hin. Alter, dieses Mikro. It's time for Wendigo. Sie jetzt oder ich? Ich folge Ihnen. Okay, ich gehe zuerst.
Irgendjemand geht doch hier gleich RIP. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, nu, Mädchen, guck dir nicht den Schnee an, geh. Nein, Suzanne, stehen bleiben. Oh Gott! Nein! Himmel, nein! Ja. I'm sorry, Suzanne. Ich glaube, die ist RIP. Da oben sieht's aus, als ob ein Hinweis ist. Okay. Das sind halt immer so Memory-Flashbacks. Oh. Die wir halt irgendwie dann einsammeln können. Ich glaube, wir hätten sie halt retten können, wären wir als erstes gegangen. Dann hätten wir wahrscheinlich stillstehen müssen. Dann hätte sie überlebt. Das alles hätte nicht sein müssen. Ach, ist er weg. Okay. Ja, ich denke, das hätte man beeinflussen können. Den Tod hätte man vielleicht von Suzanne umgehen können. Sie könnte noch am Leben sein. Pater, lassen Sie das. Bitte nicht jetzt. Und Bragg? Wo ist er? Bragg ließ nicht mit sich reden. Wollte das Ende der Welt wohl ganz nah miterleben. Ja, also, wenn Bragg sich entschieden hatte, konnte ihn nichts und niemand davon abbringen. Pater Ted Mosley. Schön, noch ein Überlebender. Ich glaube nicht, dass sie fort ist. Sie hatte es fast geschafft. Als sie sich bewegte und von ihm bemerkt wurde, hatte sie keine Chance. Ein Glück, dass sie es geschafft haben. Nicht alle hatten so viel Glück. Der Mythos, von dem ich Ihnen erzählt habe. Die Geschichte von diesen Wesen. Ich wusste ja nicht, dass das alles wahr ist. Es ist keine Krankheit. Auch kein Virus. Es ist ein Fluch. In den Verwaltungsbüros sind noch mehr Überlebende verschanzt. Sie halten es für eine Infektion. Die wissen gar nicht, womit sie es zu tun haben. Wir müssen ihnen helfen. Verdammt! Wieso Suzanne? Wieso? Sie kann nicht fort sein. Tut mir leid, David. Ich weiß, Sie haben sie sehr gemocht. Sie war ein guter Mensch. Ich war so besorgt. Um jeden Einzelnen von Ihnen. Ich habe Bragg gewarnt, dass so etwas passieren könnte. Ich habe ihn gewarnt, dass etwas hier auf diesem Berg haust. Ein böser Geist. Mächtig. Aber er wollte nicht hören. Ein böser Geist? So wie bei diesen Bergleuten. Was sie sich antaten, um zu überleben. Als ich noch Missionar bei den Eingeborenen war, erzählte man diese Geschichten voller Inbrunst. Doch damals gab es für mich nur meinen Glauben, also hielt ich sie für Aberglauben. Schauergeschichten ohne Substanz. Ich höre. Sie erzählten von Monstern, die von uns Besitz ergreifen. Monstern, die von Menschenfleisch zehren, unersättlich, hungrig, gierig. Sie sagten, den Kreaturen könne man nur entkommen, indem man völlig erstarrt. Nur so,
Ansonsten hätte man keine Chance. Sie nannten sie Wendigo. Ich dachte nie, dass es sie gibt. Bis jetzt. Ich empfehle allen nach Möglichkeit, ein wenig zu schlafen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen. Ich muss nachdenken. Alleine. Ja, dann. Wendigo ist also auch jetzt hier schon von Impada confirmed. So, einmal ganz kurz Chat lesen. Ah. Das ging ja schnell bis zum ersten Tod. Uff, ey. Da ist Trinken, da ist das. Okay. Die ist RIP Safe Call. Ja, ich hätte wahrscheinlich, interessant ist, dass ihr jetzt hier das Dingen seht. Ah, je nachdem, wie die Beleuchtung fällt. Okay, doch nicht so optimal jetzt gerade hier, wie ich feststelle. Also, was wollte ich sagen? Ja, ich hätte wahrscheinlich eher gehen müssen, Benny. Dann hätten wir das irgendwie hingekriegt. Eieiei. Wie der Dialog dir sagen will. Ja, ja, ist mir schon klar. Ich meine, im Endeffekt kannst du halt eben viel halt irgendwie Spiel halt beeinflussen. Und, das war halt eben die falsche Entscheidung. Das heißt, ich hätte gehen sollen, dann wäre sie wahrscheinlich noch am Leben. Wer das Spiel halt wieder Spiel wert, wer halt eben andere Wege, andere Entscheidungen nochmal treffen will, das ist halt jederzeit halt möglich. Klar, das macht den Reiz des Spiels halt für viele aus, um halt eben quasi alle Möglichkeiten halt auszuloten, alle Enden, wer überlebt, wer nicht überlebt, Pipa und Pops, das macht das Ganze halt eben aus. Klar, das ist das Spiel wie Until Dawn halt. So, ich mach einmal noch die Kamera zentrieren. So, dann können wir uns mal umgucken. Da haben wir nix. Bin ich jetzt hier schon wieder dran? Nein, ich bin noch nicht dran. Ja, das ist halt ja der Butterfly-Effekt, der halt eben das ja, wieder diese 360-Grad-Turns. Aber da komme ich nicht dran, okay. Was das eben so zum Signature-Feature halt macht, ne? Weil, ich weiß nicht, viele andere Spiele haben es halt eben nicht. Heavy Rain oder so, Beyond Two Souls oder so auch noch. Für mich. Vielleicht etwas Schlaf, bevor die Polizei kommt. Ja, einfach schlafen wird wahrscheinlich nicht helfen. Und abgesehen davon ist die Frage, wo soll ich schlafen? Können wir hier nochmal mit fucking Awesome sprechen? Ich wäre jetzt lieber allein. Ich bin nicht ganz ich selbst. Ich muss mich ausruhen. Und das sollten Sie auch tun. Okay. Da haben wir auf jeden Fall zwei Gegenstände. Also ich kann mich jetzt wahrscheinlich auf jede Bank legen und schlafen. Die Frage ist, auf welche? Hinsetzen. Hinsetzen. Da vorne wahrscheinlich auch nochmal. Aber da vorne war noch eine offene Tür. Bevor wir das machen, gehen wir erstmal in die Türen gucken. Nach oben. Und nach oben. Alter, das sind ja riesige Gemäuer. Aber hier ist erstmal nichts anscheinend. Wobei, die Frage, die ich mir jetzt stelle, warum haben wir jetzt mehr oder minder klar, waren in der Anstalt eventuell Wendigos? Aber wir hatten da zumindest ja auch irgendwelche Gitter, wo wir uns einschließen konnten. Warum sind wir jetzt in die Kirche gewechselt und haben letztendlich einfach dadurch auch Suzanne verloren? Welchen Sinn hatten das? Ich meine, wir hätten doch drin bleiben können.
euer Bragg. Hier ist etwas Größeres als wir beide am Werk und wir müssen vorsichtig sein. Das ist völliger Unsinn. Was Sie da sagen, ist lächerlich. Okay, wie konnte ich das von hier oben sehen? Was stimmt denn mit mir nicht? Weil wir haben hier überall dran Erinnerungen. Was waren wir? Waren wir Arzt? Waren wir Messdiener? Waren wir Patient? Und warum sind wir nicht in der Anstalt geblieben? Dann würdest du es dann noch leben. Also eigentlich ist es nicht mein Fehler, Chat. Nur so nebenbei gesagt, ich bin nicht ganz schuld. Weil die Idee war scheiße. Ich habe dann bei der Durchführung zwar gefailt, aber die Idee an sich war schlecht und das war nicht meine. Also blamet nicht mich. Just saying. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass das Ding hier viel leichter überrannt werden kann. Meine Kirche ist jetzt nun mal keine High-Sicherheitszone. High-Sicherheit, ne? High-Security oder hohe Sicherheit. Whatever. Während die Anstalt doch schon ein wenig robuster aussah. Und wenn sie in die Anstalt kommen, kommen sie auch hier hin. Ich meine, dann ist alles egal. Polizei! Aufmachen! Okay. Ach so, ich kann schon wieder steuern. Lol, sag doch was. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Ich sagte, nicht schießen! Ganz ruhig, Ma'am. Bitte. Nicht. So eine Scheiße. In die Menge zu schießen, seid ihr alle verrückt? Würden Sie mir bitte mal helfen? Er fühlt sich nicht angesprochen. Er guckt erstmal weg. Och, ich nicht. Nee, nee. Bist auch ein bisschen dumm, ne? Mann, Mann, Mann. Tut mir so leid. Das alles ist bald vorbei. Ist das Susanne? Nein! Okay, jetzt ist schon zweimal gestorben. Ey! Seid ihr dumm? Luft! Warum wollen die mich töten? Hat doch gar nichts gemacht. Ich bin nicht infiziert. Glaube ich. Denke ich. Los! Los! Immer weiter! Nicht stoppen! Was war das denn bitte? Stopp! Moment. Na toll. Und was machen wir jetzt? Wir haben uns hier langlaufen sehen und folgen uns. David, helfen Sie mir mit der Tür. Ja. Komm schon. Hey. Wie geht es Ihnen? Was ist passiert? Gehen wir es erstmal langsam an. Sie hätten fast eine Kugel abbekommen. Sie sind gestürzt und haben sich den Kopf angeschlagen. Sie werden wieder. Leute, wir müssen weiter. Keine Zeit. Nicht jeder kann mit Ihnen mithalten, Gordon. Wieso eröffnen Sie einfach so das Feuer? Die Polizei sah den Bergmann, was er jetzt ist, und hat reagiert. Reagiert? Es gibt Tote, Mann. Das ist eine Scheißreaktion. Ich glaube, wir sollten uns alle beruhigen. Nachdenken. Was ist das? Hören Sie das? Vielleicht sollten wir umkehren. Ich meine, vielleicht ist die Polizei uns nicht gefolgt. Wir könnten zur Kapellentür rennen. Wir sollten nicht zurück. Die
Polizei weiß, dass wir alles gesehen haben. Das macht uns zu Zeugen. Wir müssen von hier weg. Dieser Tunnel führt zum Hotel und von dort aus runter vom Berg. Geht das mit dem Laufen? Hey, ich bin kein Arzt, aber ich seh's mir an. Scheint okay. Sieht aus wie ein Streifschuss. Vielleicht eine Gehirnerschütterung. Top-Diagnose. Oh, Ruhe jetzt. Ich muss nachdenken. Hören Sie diese Stimmen wirklich nicht? Gordon, da sind keine Stimmen. Sie lügen doch, natürlich sind Sie da. Sie hören nicht auf. Sie müssen sich beruhigen. Finger weg! Hey, Doc, was ist denn Ihr Problem? Der ist völlig durch. Hier können wir nicht mehr bleiben. Können Sie stehen? Helfen Sie mir hoch. Sie schaffen das. Ich wusste, Sie schaffen das. Los geht's. Creepy. Very creepy. Alter, wo sind denn wir jetzt? Sind wir jetzt unter der Kirche oder sind wir schon wieder im Sanatorium? Die ablassen. Aber die finden bestimmt bald einen anderen Weg. Wir sollten los. Wie geht es Ihnen? Mir wird sofort viel besser gehen, wenn ich hier weg bin. David. Ich weiß, Sie waren mit Suzanne befreundet. Nein. Bitte. Ich kann jetzt nicht über Sie reden. Das alles ist einfach zu schrecklich. Victor riegelt die meisten Bereiche im Winter ab. Ich glaube nicht, dass Victor noch lebt. Victor kennt sich ja aus wie in seiner Westentasche. Wenn es jemand schafft, dann er. Ja, Victor! Was ist denn da mit der Seilbahn? Seit Until Dawn hast du die jetzt aber repariert, oder? Weil in Until Dawn war die Seilbahn ja auch schon ein Ding. Und das war auch nicht so gut. Ich hoffe mal, du hast deinen Job seitdem ein bisschen ernster genommen, Victor. Das müssen wir nochmal reden. What? Victor, sind Sie das? Herr im Himmel! Okay, die Show ist vorbei. Gehen wir weiter. Victor braucht immer extra Wurst. Immer in Szene setzen. Wo? Da. Irgendwie stehst du im Weg. Geh doch mal bitte beiseite. Victor schafft es im Winter praktisch, das gesamte Hotel hier einzulagern. Und so ordentlich. Reinlichkeit und Gottesfurcht. Ein gutes Vorbild. So kennt man den Victor. So kennt man ihn. Gottesfurcht und reinlich ist er. Das ist echt das Mod-Spiel. André ist drin. Fucking awesome. Sieht aus, als wäre Victor kürzlich hier gewesen. Victor ist dabei. Ach, guck mal, Victor hat hier Geld für uns dagelassen. Oder in der Zeitung. Was ist denn hier? Aber muss ich mal irgendwie drankommen. Reporter assaulted on Blackwood. Kann ich das denn aktivieren? Ach, Victor! Bist du Victor? Ach, Victor, Mensch! Diese Art von Presse setzt Bragg ziemlich zu. Ich rate Ihnen zur Vorsicht. Oder bin ich auch Reporter? Reporter assaulted on Blackwood. Ich kann jetzt leider nicht nochmal aufnehmen, ne? Schade. Eventuell sind wir wirklich Reporter, der hier inhaftiert wurde wegen Berichterstattung oder so. Aber Victor, du rauchst doch nicht, oder? Warum rauchst du? Was stimmt denn mit dir nicht, Victor?
Na, da hinten ist aber nichts. Alter Schwede, es ist so verflucht dunkel. Ja, ich hoffe, ihr erkennt wenigstens ein bisschen halt noch was im Stream. Ich kann es aber, wie gesagt, nicht viel heller machen. Weil der Kontrast ist halt schon aufgebumst. Das habe ich ja für euch gerne hochgebumst, aber ja, mehr geht halt nicht. Dann würden halt alles andere halt auch kacke aussehen. Sind wir? Wie weit noch bis zum Aufzug? Ach so. Der Aufzug da vorne bringt uns hin. Was war das? Ich weiß es nicht. Da war doch aber gerade der Aufzug. Wieso gehen wir denn weiter, Jungs? Da vorne war der Aufzug. Da hätten wir doch eigentlich schon hoch mit können. Nicht? Ah, da haben wir Gordon. Das ist fucking awesome. Ted, ich... Das vorhin tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was los war. Wir müssen zusammenbleiben. Sie haben es gehört, die Stimmen? Sie sind nicht ganz auf der Höhe, Dr. Bennett. Ich werde sie im Auge behalten. Waren wir jetzt hier schon mal? Ne, da vorne ist eine Flasche. Hier waren wir noch nicht. Weiter! Nicht zurückfallen! Zum Aufzug geht's hier lang! Ja, aber da ist eine Flasche! Ich muss mit Victor einen trinken! Old Randy, Bourbon! Das ist alles. Ah, Victor, Mensch. Hier. Na komm. Doktor. Dann hoffe ich mal, dass Sie mehr Glück haben als der Letzte. Aber jetzt nennt sie mich... Na dann, wobei... Nein, wir sind kein Doktor. So wie er das formuliert hat... So wie er das formuliert hat, Chat, würde ich das so interpretieren. Wir sind Reporter... Und haben uns für eine Enthüllungsstory als Doktor ausgegeben. Und so wie er das jetzt gesagt hat mit, na dann, Doktor, würde ich das sagen, ist es vom Sprachlichen her so, dass wir kein Doktor sind und er das so rausstellen wollte nach dem Motto, aber jetzt sind wir Doktor. So würde ich es interpretieren. Natürlich ist es jetzt faktisch noch nicht bewiesen, aber aufgrund der Clues und so wie es formuliert war, würde ich so denken. Also wir sind Reporter, der sich als Doktor ausgibt, haben uns in das Sanatorium geschmuggelt, um eventuell über den Wendigo-Fall zu berichten. Oder über einen anderen Fall. Sind zufällig dann da reingeraten. Die haben es halt aus irgendeinem Grund. Genau. Das Spiel begann damit, dass wir ja im Schrank waren. Und uns Ted, oder nee, Ape hieß er, ne? Und uns Ape entdeckt hat, als wir uns im Schrank versteckt haben. Erwischt. So fing das Spiel an. Und daraufhin haben wir eine Hirnbehandlung bekommen, dass wir das, was wir gesehen haben oder rausgefunden haben, vergessen, was wir dann nicht berichten können. Und der Rest, der Wendigo-Zwischenfall, war halt zufällig just in time, also dass wir da waren, hat jetzt aber eigentlich nichts mit unserem Krankenbild zu tun, weil wir eigentlich was ganz anderes wollten. Ich glaube, das ist die Story. So, einmal ganz kurz Chat nachlesen. Ah. Der arme Victor dabei, schläft er schon. Ach, der ist schon ins Bett gegangen. Gar nicht mitbekommen. Verdammt, jetzt rede ich die ganze Zeit mit Victor und der ist nicht da. Ist wieder typisch beim Jobpennen, aber dafür ist fucking awesome da. Ach, heute sieht er mal sein virtuelles Ego, wobei er mittlerweile... ein bisschen abgefuckter aussieht. Also nicht der richtige fucking Awesome, der hier im Spiel. Eieiei.
Du hast diese Dialogpausen, wenn die nicht so groß wären? Wann sind die denn so groß? Außer bei der Schwarzblende. Wobei ich glaube, damit haben sie versucht, so ein bisschen die Ladebalken oder die Ladezeiten zu kaschieren. Pyralexis. Also diese Schwarzblenden, wo halt einfach nur Geräusche da sind. Ist halt ein bisschen atmosphärisch in der VR, aber ich glaube, es sind Ladebalken. Anderen Grund würde ich nicht sehen dafür. Hirnbehandlung? Nee, ich glaube, es ging da tatsächlich um Elektroschock. Das war ja damals in den 50ern, das Spiel 52. Da war ja in Amerika angeblich, was man so aus den Filmen kennt, wurde ja gegen alles Mögliche halt Elektroschock eingesetzt. Einer flog übers Kuckucksnest, American Horror Story, Asylum. Ich gehe davon aus, wir haben Elektroschocks gekriegt. Ich glaube, an Celeste sollte Victor die Wort angucken. Ja, ich werde sie nachher sowieso nochmal gucken. Und Ausrufezeichen Dampf kriege ich. Ausrufezeichen Dampf. Ja, und dass dadurch halt eben die Amnesie hervorgerufen wurde, durch diese Elektroschocks. Weil halt eben Teile des Gehirns halt davon frittiert wurden. Ich meine, hast ja auch bei Einer flog übers Kuckucksnest quasi und ne, American Horror Story war es ja auch, dass die Leute dann gaga waren. Nicht mehr weit. Okay. Ja, das meine ich. Das ist halt im Endeffekt nichts weiter als ein Ladebalken, würde ich sagen. Weil wir stehen an exakt derselben Stelle, es passiert nichts. Also entweder soll es nochmal ein kurzes Amnesie-Bewusstlosigkeit unterstreichen, oder es ist ein Ladebalken. Weil ja in dem Moment halt nichts passiert. Probieren Sie ihn mal an. Theorie bestätigt. Victor war unser Komplize und hat uns eingeschleust. Also wie ich schon gesagt habe, wir sind Reporter, der sich als Arzt ausgibt. Damit haben wir es jetzt nochmal mehr oder minder komplett confirmed. Und dann ist unsere Tarnung aufgeflogen. Und der Arzt hatte ja, der Bragg hatte ja sowieso was zu vertuschen und meinte ja, dieses Mal ist es zu groß, um es zu vertuschen. Was ein Arzt, was ein Spasti. Okay, los zum Fahrstuhl. Leise. Komme, bin leise. Wir müssen weg hier. Sofort! Ja, ich habe ja gedrückt oder so. Ach so, ich komme direkt. Verdammt! Geht's euch gut? Nee, fucking awesome ist, glaube ich, im Arsch. Nee, es ist nicht fucking awesome, oh, es ist das David. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Halten Sie durch. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Der wird zum Wendigo, oder? Wir sind fast da. Gordon, können Sie irgendetwas links für ihn tun? Links, Milz. Milz angeschossen. Oder linker Lungenflügel. Rechts wäre schlimmer. Scheint von einer Kugel getroffen worden zu sein. Ach. Nee, der blutet spontan. Scheiße. Und jetzt? Ich weiß, wie sich das Ding fühlt. Oh. Komm, um es zu Ende zu bringen. Ja, fucking awesome. Klär mal was. Er steht einfach nur rum. Irgendwie habe ich Angst vor dem.
Der starrt mich an. Ich kann mich aber auch nicht bewegen, Chat. Nur so mal gesagt, ich kann nur gucken. Alle mal ganz ruhig. Wir dürfen nicht in Panik verfallen. Wir müssen sofort hier weg. Kann aber nichts machen, Chat. Na komm, Victor. Oh, nee. Oh. Nein, nein, geh weg! Geh weg von mir! Heilige Mutter Gottes! Wir müssen hier weg. Ich wüsste wie. Das verstehe ich halt. Ja, für einen zweiten Schluck. Mir auch egal. Aber was wollen wir eigentlich in dem zweiten Stock? Wäre nicht Lobby oder Basement besser? Wo kamen wir eigentlich her? Wir kamen aus dem Basement, oder? Das heißt, woanders wäre vielleicht klüger. Ah, na los! Wir müssen das Ding aufbekommen. Ja, da ist ein Knopf. Nee, also zwei ist falsch. Da geht's wieder nach unten. Hier gibt's halt keine Anzeige. Da, Victor! Was ist hier los? Waren das Schüsse? Victor, das ist die Polizei. Wir brauchen die Seilbahn. Wenn wir nicht verschwinden, exekutieren sie jeden von uns, den sie finden. Die Polizei? Da muss ein Irrtum vorliegen. Bekommen Sie die Tür von Ihrer Seite aus auf? Glaube schon, ja? Beeilung! Wir müssen hier weg! Ja, irgendwo hin. Ist mir egal, wo. Mami! Hallöchen. Was ist los? Nicht bewegen! Halten Sie still! Ich krieg die Tür nicht zu! Nein! Mach doch mal diese scheiß Tür zu! Wer war das denn jetzt? Victor! Ich stehe Ihnen bei. Was war denn jetzt mit Victor los? Das war jetzt aber nicht mein Fehler, oder? Ich hab die Tür nicht zugekriegt. Achso, ja, jetzt habe ich da hingeguckt. So, machen wir gerade. Rip Victor. Wo sind wir jetzt? Sag mal, das ist die Seilbahn? Aber wie kommen wir denn direkt vom Hotel in die Seilbahn? Was ist denn das für ein Multifunktions... Wo ist denn jetzt schon wieder der andere? Ach, da. Das ist ja voll der Multifunktions... Fahrstuhl. Der uns überall hinfährt. André? Los. Verdammt! Oh Gott, ich verbluse hier. Hey, sehen Sie mich an. Durchhalten. Noch ein bisschen. Kommen Sie. Das war's. Oh, David. Mach's gut. Ja. Das alles hätte nicht sein müssen. Und Sie wissen das. Ich? Redest du mit mir? Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin hier das Opfer. Richtiges Opfer. Was ist das denn hier? Ist auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Was ist denn da?
kann sie nicht von diesem Berg lassen. Mich? Nein, nein. Ich schätze nicht, was. Hätte ich mal nicht auf Bragg gehört. Wir wussten, wir stechen in ein Wespennest. Los, ich bediene die Seilbahn. Gehen Sie so weit weg von mir, wie Sie können. Einsteigen. Okay. Ja gut, ganz knusper sieht André nicht mehr aus. Irgendwas ist auch mit dem passiert, wobei wir nicht wissen, was. Eventuell ist er halt gebissen worden. Oder so. Aber der Biss eigentlich sollte ja nicht über... Oder? War der Biss übertragbar? Ich weiß es nicht mehr, Chat. Willkommen. Schön, dass hier jeder willkommen ist. Sogar skrupellose Reporter. Dankeschön. Kein Wort über mich in Ihrer Story. Sonst gibt's keinen Deal. Also, confirmed. Okay. Der Aufzug ist hier. Alles klar, Victor hat uns hier wirklich reingelassen. Ich weiß nicht mehr, wie der Virus übertragen wurde. Ich glaube durch Beißen? Oder nur, wenn man das... Nee, durch Beißen nicht. Wir hatten, glaube ich, jemanden erschossen, weil er gebissen wurde. Aber das war falsch. Dadurch wurde es nicht übertragen. Es wurde, glaube ich, nur übertragen, wenn derjenige das infizierte Fleisch selber gegessen hat, oder Chat? Also nicht durch gebissen werden, sondern durch selber quasi Fleisch essen. Und wir hatten da nämlich, glaube ich, vorschnell auch einen deswegen gekillt. Zumindest, glaube ich, war es so. Ist halt schon so verdammt lange her. Wobei, wir könnten echt mal irgendwann vielleicht nochmal Until Dawn spielen. Damit Zuschauerentscheidung. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen, aber das müssen wir mal irgendwie... Hätte ich mal Bock drauf. Kann ich nochmal mit dem reden? Verschwinden Sie. Na los! Wir lassen Sie nicht hier. Möchten Sie wirklich hier sterben? Gehen Sie! Sonst erfährt niemand Ihre Geschichte. Aber wenn Sie hier bleiben, werden Sie sterben. Das ist Ihre letzte Chance. Ich schicke die Seilbahn sonst auch ohne Sie los. Gehen Sie. Bitte. Sie müssen mir zuhören. Sie Dummkopf. Sie sollten doch gehen! Wären Sie doch gegangen! Oh! Okay. Irgendwas stimmt mit André nicht. What the fuck, ey? André hat das Spiel geklärt. Mensch. No one can take your place, darling, in my embrace. I'll never be free. And when my lips burn with desire, no other kiss puts out the fire. Though I may try and try, no one can satisfy this longing in me. I'll never be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes. Can I be free when I still remember how you could thrill me with a sigh, just like a chain bound to my heart?
your love remains when we're apart. Each kiss I gave to you made me a slave to you. I'll never be free. Like a chain bound to my heart, your love remains when we're apart. Each kiss I gave to you made me a slave to you. I'll never. Wir sind jetzt das Geld für Musik im Abspann ausgegangen. Das kam jetzt abrupt. Und spontan. Ich bezweifle jetzt, dass das Spiel jetzt sagen wird, wir starten jetzt rüber oder nochmal da, wo du gerade gestorben bist. Möchtest du mit einer anderen Entscheidung weiterspielen? Ich gehe davon aus, dass das Spiel jetzt wirklich zu Ende ist und man wieder von vorne anfängt. Und das war jetzt meine Version von The Impatient. Wir haben rausgefunden letztendlich, wer wir waren, was wir da wollten, was passiert ist, konnten aber nicht raus am Ende, um Bericht zu erstatten. Wobei ich jetzt glaube, wenn wir in die Seilbahn gegangen wären, wäre auch Ende gewesen, nur ein anderes Ende. Das heißt, das Spiel wäre jetzt so oder so zu Ende gewesen. Was dann wiederum die Debatte aufwirft, es ist verdammt kurz. Also 39 Euro habe ich dafür bezahlt. Wäre das Spiel nicht VR, würde ich jetzt fluchen. In VR, okay, weil es halt, sage ich mal, noch alles, sage ich mal, experimental mit VR ist, sowieso nicht viel dafür AAA programmiert wird, weil halt nicht genug Leute so eine Brille haben, dass man damit Gewinn machen könnte. Okay, okay. Aber hat auch schon so ein bisschen faden Beigeschmack. Klar hat es ein bisschen Widerspielwert, weil halt aufgrund der Schmetterlingsentscheidung kannst du halt eben gewisse Dinge beim zweiten Durchgang anders machen. Aber dass ich es jetzt instant nochmal spielen wollen würde, erstmal nein. Ich guck mal, wo Fortsetzen rauskommt. Wo der gespeichert hat. Wenn wir natürlich jetzt wieder von vorne anfangen, machen wir Schluss heute. Dann können wir noch ein bisschen quatschen. Weil das waren jetzt insgesamt vielleicht 3, 3,5 Stunden, 4 Stunden maximal, die wir gespielt haben. Okay, wir sind aber noch irgendwo mittendrin.
Okay, dann können wir das andere Ende nochmal machen. Los, zum Fahrstuhl. Alles klar, das können wir auf jeden Fall nochmal machen, Chat. Das können wir nochmal machen. Ah. So. Diese Selbstbeherrschung. Ja, weil sonst verwackle ich die Credits. Deswegen bin ich halt immer still. Und Lou Dude. Muss ich auskurieren, spontane Heilung hoffen. Keine Lust, mich krank melden zu müssen. So viel Panik aus der Probezeit zu fliegen. Ja, aber ich sag dazu, verschlepp's trotzdem nicht, Lou Dude. Wenn krank, dann krank. Wenn das dein Unternehmen anders sieht, dann ist es auch nicht unbedingt gerade ein schönes Unternehmen. Wenn krank, dann krank. Da kann man halt nichts machen. Ist halt so. Aber gute Besserung. Until Dawn Together wäre cool. Ja, das müsste ich halt eben mal irgendwann planen mit den Mods, weil du ja die ganze Zeit quasi polstern machst, welche Entscheidung du triffst. Die ihr dann trefft, die ich dann nur quasi für euch eingebe. Müssen wir mal schauen. Hätte ich mal irgendwann Bock drauf. Aber da brauche ich definitiv dann Hilfe von den Mods halt. Streamst du morgen Abend auch? Nee, von der Party streame ich nicht, no Vlogs. Das ist Party und dann muss ich nicht streamen. Ja, plus halt die anderen noch anstecken, Envy. Bringt ja nichts, wenn du halt eben noch infektiös mit Grippe oder was weiß ich zur Arbeit gehst und die anderen ansteckst. Verantwortungsbewusste Arbeitgeber, wie zum Beispiel auch meine Frau, die schicken dich dann nach Hause. Bringt ja nichts, wenn du dich da hier rumsitzt und rumschnodderst und was weiß ich noch. Ja, genau das, was Tabok auch sagt. Wenn die Grippezeit eben, wenn die deswegen halt jemanden rausschmeißen wollen, dann hätten sie das nach der Probezeit wahrscheinlich eh getan. Gut, gucken wir uns das noch an, Chat. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ist ja noch relativ früh. Von daher geben wir uns das nochmal. Du gehst mit Grippe und steckst alle an, ja, ganz genau. Ja, also wie gesagt, unter normalen Umständen könnte man das Spiel halt für die Länge und das, was geboten wird, bitter, bitter Flame. Aber wie gesagt, man sollte, glaube ich, nicht vergessen, wie ich schon gesagt habe, es gibt keine AAA-Spiele für die VR, weil der Markt einfach zu klein ist. Ich habe mal spaßeshalber ins Trophy-Forum geguckt, wie viele halt geschrieben haben, yo, hat Relevanz zu Until Dawn, aber ich kann es nicht spielen, weil ich keine VR habe. Das heißt, wenn sie jetzt halt ein Spiel machen, was halt das Fünffache kostet, die fünffache Länge hat, kann es keiner spielen. Das heißt, sie kriegen die Kosten niemals rein. Von daher, ja, okay, sehe ich so ein bisschen als Beitrag, als ich zahle für einen guten Willen, dass in Zukunft vielleicht noch bessere Spiele rauskommen. Weil ansonsten 4 Stunden oder 3 Stunden ist verdammt kurz. Muss man halt sagen. Das kannst du halt eben nicht wegreden. So, gucken wir uns das andere Ende an, würde ich sagen. Ob ich dann jetzt eventuell Victor nochmal retten kann. Und wie es dann weitergeht. Oder ob es noch weitergeht. Oder ob wir jetzt das kürzeste Ende zufällig getriggert haben. Aber er ist dann ja wirklich infiziert. Das haben wir dann ja damit auch bestätigt. So. Kann ich das Ding jetzt hier schneller benutzen? Aber er wird... Scheiße! Die werden uns alle abschlachten! Wir kommen nirgends raus! Aber er lebt noch. Wir müssen nur in den zweiten Stock! Wir sind fast da! Wir schaffen das! Ja. Okay, er ist nicht angeschossen. Schon mal Progress. Zweiter Stock, habe ich auch gedrückt. Jetzt müssen wir nur noch Victor finden. Also ist das auch einflussbar, ob er stirbt oder nicht? Also ist das auch unser Fehler, wenn hier Todd stirbt? Scheint von einer Kugel getroffen worden zu sein. Hä?
Ach so, er meinte das Gitter. Und nicht ihn. Lol. Und jetzt? Jetzt verstehe ich das erstmal. Er meinte gar nicht ihn, sondern das Gitter. Verdammte Scheiße! Diese Mistkerle müssten auf unserer Seite sein. So, jetzt kommen wieder die Polizisten, die von den Wendigos gleich geschnappt werden, ne? Ja, das haben sie auch komisch gemacht, dass ich mich im Ladebalken nicht drehen kann. Ganz ruhig. Wir dürfen nicht in Panik verfallen. Da kann ich jetzt noch nichts machen. Hier weg. So, jetzt kommen wieder die beiden Polizisten. Achso, die räuchern hier quasi alles mit Giftgas aus. Nein, nein, geh weg von mir! Heilige Mutter Gottes! Wir müssen hier weg. Ja, achso. Mal eins. Das ist die Lobby. Hier können wir nicht bleiben. Ach, Captain Obvious. Bewege du doch mal deinen Finger mit dem VR-Knüppel. Kannst auch nur meckern. So, da was ist Victor. Was ist hier los? Da waren Schüsse. Victor, das ist die Polizei. Wir brauchen die Seilbahn. Wenn wir nicht verschwinden, exekutieren sie jeden von uns, den sie finden. Die Polizei? Da muss ein Irrtum vorliegen. Bekommen sie ach, die Victor, Tür so Seite naiv. Glaube schon, ja? Er glaubt doch immer, dass er das Gute an den Trolls. Wir müssen hier weg. Ja. Mein Gott. Ich hab gedrückt. Alles okay. Hab ich jetzt Victor gerettet? Aber ich hab Victor auch gerettet. Aber beim zweiten Mal ist alles besser anscheinend. Ich hab Victor gerettet. Dafür, dass ich ihn gerettet habe, kann er nächsten Monat erstmal hier $25 ab raushauen. Danke, geht raus, ne? Victor, Kumpel, hab dich gerettet, Bro. Alter, du kannst hier wirklich alle retten. Ich habe ja gerade alle gekillt. Ich frage mich, ob ich hier auch den André hätte retten können. Ja, wahrscheinlich. Es gab ja Butterfly-Effekte für André. Aber die Frage ist, wie hätte ich ihn retten können? Hätte ich ihn retten können? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob ich ihn hätte retten können. Lass mal vorne ganz kurz, das Item wieder anfassen. Weiß ich nicht, ob es nämlich schon zählt. Ja, die Steuerung ist ein bisschen blöd, was das betrifft. Ich kann sie nicht von diesem Berg lassen. Glaub, das zählt. Ich kann es nicht nochmal angucken. Ich schätze nicht, was. Weil es... Hätte ich mal nicht auf Brad gehört. Wir wussten, wir stechen in ein Wespennest. Ne, es geht nicht. Also das heißt, das habe ich schon mal angeguckt. Ich bediene die Seilbahn. Gehen Sie so weit weg von mir, wie Sie können. Einsteigen. Gut, wir machen das jetzt auch, ohne mit ihm zu quatschen. Ich sehe gar nichts. Tun Sie es! Wir können nicht mehr warten! Ach, deswegen habe ich ihn auch gar nicht erkannt, weil er ihn Bennett nennt und nicht, André. Oder wie hieß er für uns? Gordon hieß er, ne?
So viele Leben vertan. Und wofür? Und was für eine Story. Was für eine Story sie da haben. Ist es vorbei? War es das wert? Ich war ja nicht schuld, dass es ausgebrochen ist, oder? Oder doch? Nee, nicht, ne? Ich kann auch gerade nichts machen. Da unten ist die Polizei. Okay, jetzt haben wir eine Gold-Trophy. Gerade gab es Silber. Noch eine Gold-Trophy. Okay. Willkommen im Moped Club. Wer auch immer gerade einen Zap reinhaut. Dankeschön. Ich schau gleich. Ja, also lag ich mit der Vermutung richtig. Das war das Ende. Also egal wie wir es drehen und wenden. Das ist das Ende. Gerade hatten wir quasi das Bad Ending und mehr oder minder jetzt das absolute Good Ending, weil alle überlebt haben, außer Suzanne. Suzanne ist tot. Die hätten wir vielleicht auch noch mitnehmen können. Victor hat überlebt. Ted hat überlebt. Okay. Und der Pastor. Ob wir Suzanne noch retten könnten? Keine Ahnung. Und halt André. Das sind quasi die Variablen in dem Spiel. Und Ziel ist es halt, mit allen bis zur Seilbahn zu kommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht noch einen Nachspann gibt, weil wir ein anderes Ende getriggert haben. Aber wenn nicht, dann... Ja, deswegen, ich lasse das Ding jetzt nochmal durchlaufen. Und, dann war es das andere Ende. Keine Ahnung, ich denke mal, es könnte noch ein, zwei Enden geben. Entweder mit Suzanne... Oder mit anderen Entscheidungen von Gordon, also Bennett oder André oder wie auch immer wir ihn nennen. Aber dann ist Ende. Also viel mehr gibt's dann halt nicht. Ja, ich überlege noch, was man da sonst so sagen kann. Gar nichts. Wie gesagt, ja, ist eine nette Idee. Würde mir mehr wünschen. Sagen wir einfach mal so. Klar, Early Adopter Technik ist halt immer ein bisschen teurer. Also ohne VR wird es nicht funktionieren, sagen wir mal so. Das wäre in der Luft zerrissen worden, definitiv. Sound ist auch Ende an der Stelle, okay. Ja, keine Ahnung, ob jetzt noch was kommt oder ob jetzt wirklich Ende ist. Also es gibt ja halt nicht, was mir so ein bisschen fehlt ist, bei Until Dawn gab es ja aber am Ende, ich meine, wir haben es bis jetzt nur einmal gespielt, gab es aber trotzdem am Ende quasi ja noch so einen Abspannfilm mit denen, die überlebt haben, was die jetzt nach dem Event halt quasi machen. Wie es denen ergangen ist, was den anderen passiert ist, nochmal so halt rückblickend erzählt. Das fand ich halt quasi als Abschluss im Abspann halt sehr, sehr gut, dass sie halt nochmal gezeigt haben. Sehr, sehr schade, dass sie halt so ein starkes Feature nicht auch bei diesem Spiel halt übernommen haben, sondern jetzt, klingt jetzt ein bisschen doof, einfach nur einen Abspann laufen lassen ohne Musik. Keine Ahnung.
Also da hätten sie auch zumindest im Abstand noch ein bisschen Liebe reinpacken können nach dem Motto, ey, dieser, das ist dem passiert, weil das passiert ist, dem ist das passiert, weil das passiert ist. Weil im Endeffekt hätten wir jetzt vielleicht die Hinweise noch nicht mal gefunden, die wir gefunden haben, um die Story zusammen zu puzzeln. Hätten wir jetzt ja noch nicht mal eine Auflösung, wer wir sind, was wir gemacht hätten, weil das war ja mehr oder minder optional, was wir gefunden haben, was die Geschichte erzählt hat, warum wir überhaupt da sind und was passiert ist. Dass es da halt jetzt eben nicht nochmal einen großartigen Hinweis gibt. Klar, die waren relativ offensichtlich, die Hinweise, die wir gefunden haben, und lagen jetzt nicht fernab super weit vom Weg weg. Aber nehmen wir mal an, einer macht das trotzdem nicht. Der weiß jetzt am Ende gar nichts. Er ist halt einfach entkommen. Und hat noch immer Amnesie und weiß von nichts. Halt auch ein bisschen merkwürdig, wa? Also insgesamt würde ich sagen, war Until Dawn deutlich, deutlich stärker. Also nicht nur wegen der Länge, sondern auch eben wegen der ganzen Aufmachung. Es geht halt in die Richtung, aber es wirkt halt sehr, sehr abgespeckt, sagen wir mal so. Weiß ich halt, ich habe keine Ahnung, wie teuer halt VR-Games zu entwickeln sind. Ob halt die Kosten halt dafür so immens sind, dass halt eben nicht viel für was anderes bleibt, um es dann halt eben für den Preis halt verkaufen zu können. Weil du musst ja halt eben schon anders halt programmieren, halt quasi irgendwie Dreidimensionalität etc. musst du bedenken. Wobei die Steuerung war eben auch nicht so toll, muss ich sagen. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Die war halt ein bisschen klobig. Atmosphäre war super. Story war okay, konnte man halt miträtseln, hat man ja aber auch irgendwie rausgefunden. Aha. Sehen Sie mich an. Ich bin ein vernünftiger Mann. Also kommen wir zur Sache. Sie sagen, Sie hätten auf dem Blackwood Mountain schlimme Dinge gesehen. Aber ich sage, Sie sind unter falschem Vorwand in eine angesehene Einrichtung eingedrungen. Wem werden die Leute glauben? Ich möchte nur nach Hause. Oh, klar, Sie können bald wieder gehen. Ich muss nur sicher gehen, dass Sie nicht etwas Selbstzerstörerisches tun. Wie eine absurde Story darüber zu veröffentlichen, was Sie gesehen zu haben glauben. Ja, genau. Ich weiß alles über Sie. Ihre Redakteurin war sehr in Sorge. So gern ich es sähe, wenn Sie verschwinden, bringt mich das in eine Zwickmühle. Und ich mag keine Zwickmühlen. Also, welche Geschichte kriegt unsere Redakteurin jetzt? Ich sage nichts. Sehen Sie? Vernünftig. So wie ich. Dann nach Hause mit Ihnen, ne? Und nicht vergessen. Ich hab sie im Auge. Sowas meinte ich zum Beispiel. Es ist so simpel, so einfach. Okay. Okay. Na gut. Sowas meinte ich beim ersten Ende, dass sie das jetzt zumindest bei dem Ende eingebaut haben. Okay. Das gibt nämlich schon so ein bisschen mehr Closure, also Abschluss am Ende. Was das andere Ende halt tatsächlich nicht gemacht hat, weil, okay, wir waren dann einfach eben nur dead und, Uff. Verstörend. Eieiei. So, was haben wir denn jetzt an Trophies bekommen, Chat? Einmal aus dem Spiel raus. Einmal das Spiel beenden. Dann einmal die VR schon mal ausmachen. Und einmal ganz kurz nochmal in die Szene. Was? Secret? Was haben wir? Wir spielen Speedrun noch ein Spiel.
Nee, ich will mal ganz kurz gucken, was für Trophys wir bekommen haben. Bis jetzt Braindead. Nee. Hätte aber nur nicht gedacht, dass es so schnell zu Ende ist. Und wir haben 45% beim ersten anderthalbsten Playthrough. Du hast eine Erinnerung entdeckt. Du hast den ersten Traum gehabt. Du hast der Versuchung widerstanden. Du hast Brax seinem Schicksal überlassen. Habe ich eigentlich nicht, weil ich 1000 Mal gesagt habe, er soll mitkommen. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir die Trophy bekommen haben. Du hast die Filmschule mit der Krankenschwester gefunden. Du bist vom Berg entkommen. Niemand hat die Nacht überlebt. Wie, niemand hat die Nacht überlebt? Ach so, weil ich gestorben bin, hat er dann auch die anderen noch gekillt. Das haben wir ja gar nicht gesehen. Das war dann das erste Ende. Niemand hat die Nacht überlebt. Ach so. Ja, ich hab's am ersten Try hinbekommen, dass alle sterben. Und sei grüß, Demo. Du hast Victor den Hotelmeister gerettet. Ach so, Victor haben wir gerettet. Perfekt. Du hast die Polizei überzeugt, dass du über die Ereignisse im Sanatorium schweigen wirst wahrscheinlich. Stillschweigen. Ja. Bewahren wirst. Du hast den mysteriösen Irrer des Blackwood-Sanatoriums. Das war gestern schon, ne? Getroffen. Du hast die Ereignisse miterlebt, die zur Schließung geführt haben. Okay. So. Ja, die anderen, keine Ahnung. Also ein paar, wie ihr seht, wären halt noch drin mit den verschiedenen Klamotten. Das war jetzt quasi unsere Version erstmal von Impatient. Eigentlich cool. Preis heftig, muss ich sagen. Wartet gegebenenfalls auf den Sale, wer halt eine VR hat. Die Länge macht den Preis. Pro Spielstunde brauchst du da bestimmt 200 Entwicklerstunden und Designerzeit. Schon ich hatte keine Ahnung, ich kann es mir halt nur vorstellen, fucking awesome, weil es halt eben ja Richtung Dreidimensionalität geht und das halt eben nochmal komplett was anderes halt ist. Und es sowieso halt noch eine Technik ist, die in den Kinderschuhen halt steckt. Von daher, ja, war ich gerne bereit, dazu zahlen. Weil halt das ganze VR ja noch Early Adopter-Gedöns ist. Wir halt in der Hoffnung, es macht Spaß. Ich hoffe, dass sie weiterentwickeln und es irgendwann mal in Richtung Mainstream geht und auch ne, dementsprechend für die breite Masse halt ein Markt wird. Weil Spaß machen tut es auf jeden Fall. Also ist für mich halt so die Next Evolution oder Revolution of Gaming. Weil es halt eben nochmal komplett was anderes halt ist. Und die Immersion halt deutlich geiler ist.